willkommen zum Video vom 15. Dezember. Zunächst zur Auflösung des letzten Videos. Spätestens an der Stelle mit dem natürlichen Logarithmus werden es die meisten vermutlich gemerkt haben, denn das war eine Anspielung auf die Eulersche Zahl und die wurde nach Leonhard Euler benannt. Also, Leonhard Euler war die Auflösung des letzten Rätsels. Dann kommen wir auch schon zum neuen Rätsel. Und zwar geht es diesmal um einen Weihnachtsstern. Kennt ihr auch diese Sterne, die kann man so basteln und entweder man hat diese zweidimensional und faltet da immer so Quadrate zusammen und dann hat man nachher da so einen Stern, den man ans Fenster machen kann, meistens aus Transparentpapier. Oder manche, die haben sogar so dreidimensionale Sterne, die sie aus so quadratischem Papier oder sowas basteln. Und dafür kann man eben auch, also entweder nimmt man da die klassische Bastelanleitung aus dem Internet, wie das geht, oder man nimmt eben mathematische Figuren und setzt die so zusammen, dass sich dabei ein Weihnachtsstern ergibt. Und genau darum geht es jetzt in der folgenden Aufgabe. Weihnachten ist gar nicht mehr so lange hin und Anja bastelt fleißig Weihnachtssterne, die sie an den Fenstern als Deko aufhängen möchte. Dafür bastelt sie zunächst einen Dodekaeder, also für die, die es ganz genau wissen wollen, ein regelmäßiger Pentagon-Dodekaeder, mit der Seitenlänge 2 cm und fügt anschließend Pyramidenspitzen mit einer Höhe von 4 cm auf die Flächen hinzu, um einen dreidimensionalen Weihnachtsstern zu basteln. Welches Volumen hat der Weihnachtsstern? Damit jetzt alle dieselben Chancen haben bei dieser Aufgabe, unabhängig davon, wer welche Formel im Unterricht hatte und wer nicht, dürft ihr gerne auch die Volumenformeln und Formeln zur Flächenberechnung googeln. Oder für die, die es gerne noch ein bisschen mathematischer haben, die können wir versuchen, sich die selbst herzuleiten. Viel Spaß beim Lösen!